freue mich, dass ihr bei Meet Online und Be Creative mit dabei sein wollt. Das bedeutet, wir haben keinen Text, wir haben keine Regie, wir haben kein Bühnenbild und wir haben überhaupt nichts vorbereitet. Wir nehmen das, was ihr mitbringt. Wir bringen eure Themen live ins Internet bzw. live in unsere Chatrooms. Wir werden diese Person kopieren. Und ihr werdet auf alles, was ihr seht, 10% mehr drauflegen. Auch die Welt dadurch etwas verbessern, indem ich andere Leute mitreiße und sie von meinen Ideen vielleicht auch überzeugen kann. Darum ging es bei uns. Und vor allem, was der Comic in gesellschaftspolitischer oder kultureller Hinsicht kann. Also, dass ihr quasi mit dem Comic jedes Thema, was euch bewegt, ob das jetzt eine Fantasiegeschichte ist, aber vor allem euer Blick auf die Welt, eure Meinung, eure Statements, könnt ihr in Comics erzählen. Und im Prinzip geht es darum, dass wir einfach gemeinsam Spaß haben, dass wir trotz der aktuellen Situation kreativ sind. Das ist ja das Tolle beim Comiczeichnen. Ihr könnt quasi von daheim aus alles machen, weiter darauf achten, was in der Welt los ist und ganz wichtig, weiter eine eigene Meinung dazu haben, euren eigenen Standpunkt dazu haben und den auch richtig selbstbewusst vertreten. Thema kreatives Schreiben mit dem Schwerpunkt Poetry Slam. Poetry Slam, was ist das überhaupt? Was gibt das Format so her? Und dann werden wir gemeinsam Texte schreiben. Ich freue mich schon sehr. Das Ganze wird hier per Webcam auch auf jeden Fall, glaube ich, gut funktionieren. Für mich ist auch das erste Mal tatsächlich, dass ich so einen Workshop per Webcam halte. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das gut hinbekommen. In diesem Sinne, ich bin gespannt. Zukunft heißt Zusammenhalt. Zukunft heißt Zusammenhalt, Flüchtlinge aufnehmen, global zusammenwachsen, auf das Klima achten. Zukunft heißt Zusammenhalt. Unterschiedliche Nationalitäten, einander an den Händen halten, gute Bildung genießen. Zukunft heißt Zusammenhalt. Auch in der Krise, Zusammenhalt trotz Ausgangssperre, füreinander da sein. Zukunft heißt Zusammenhalt.